Hallo Troy, wo willst du hin? Du besuchst Lord Byron? Aber warte mal, Lord Byron sieht nicht gerade glücklich aus. Lord Byron hat die Schlüssel zu seinem Anwesen verloren und kommt nicht rein. Er weiß, er hat Ersatzschlüssel, aber er weiß nicht mehr, wo er sie vergraben hat. Hattest du gerade eine Idee, Troy? Guter Gedanke. Teddy findet immer eine Lösung. Fragen wir ihn doch einfach. Hallo, Teddy. Wir brauchen deine Hilfe. Troy muss Lord Byrons Schlüssel finden, die er irgendwo vergraben hat. Wir brauchen etwas, um Metall zu finden und es aus dem Boden herauszugraben. Großartig, Teddy. Sieht so aus, als hättest du alles, was du brauchst. Ein Bohrer? Gute Idee, Teddy. Troy muss vielleicht sehr tief nach Lord Byrons Schlüsseln graben. Das ist fantastisch, Troy. Teddy hat dich in einen Metalldetektorzug verwandelt. Sieht so aus, als wärst du bereit, Lord Byron auf der Suche nach seinen Schlüsseln zu helfen. Da ist er. Teddy hat Troy einen Metalldetektor gegeben, damit er deine Schlüssel finden kann. Damit kann Troy herausfinden, wo Metall vergraben liegt. Wow, das heißt wohl, dass du etwas gefunden hast. Troy weiß jetzt, dass dort unter der Erde Metall liegt. Jetzt kann er mit seinen mechanischen Armen und dem Spaten in den Boden graben. Hast du etwas gefunden? Eine Kette? Hier muss jemand seine Kette verloren haben. Lord Byron, das tust du besser an einen sicheren Platz. Na, dann schauen wir mal, ob wir die Schlüssel finden. Du hast noch etwas entdeckt? Sind es die Schlüssel? Nein, es ist ein Orden. Das wird ja eine richtige Sammlung, Lord Byron. Okay, Troy. Ich denke, du solltest es noch einmal probieren. Hast du etwas anderes gefunden? Hoffen wir mal, es sind die Schlüssel. Was ist los, Troy? Da ist ein Stein und du kommst nicht durch? Auch dafür hat Teddy eine Lösung. Wie schlau. Teddy hat dir einen Bohrer mitgegeben, mit dem du durch Stein kommst. Jetzt kannst du die kleinen Steinteilchen bewegen und schauen, was darunter ist. Es sind die Schlüssel. Du hast es geschafft. Lord Byron kann zurück in sein Anwesen. Gut gemacht, Troy. Bis bald, ihr zwei. Wir sehen uns.
Troy der Zug. Hallo Troy, auf dem Weg nach Zugstadt? Hallo Taylor, herzlichen Glückwunsch. Das sieht ja nach einer tollen Party aus. Ah. Oh oh, keine Angst Taylor, wir kriegen dich schon wieder runter. Was sollen wir denn jetzt machen, Troy? Gute Idee. Schauen wir doch mal, was Teddy da machen kann. Teddy, wir haben einen Notfall. Taylor wird von ihren Geburtstagsballons davongetragen. Troy muss sie retten. Kannst du helfen? Großartig. Danke. Dann lass uns anfangen. Troy, Teddy hat dich in einen fliegenden Zug verwandelt. Taylor, Troy ist hier, um dich runterzuholen. Keine Sorge. Macht mal alle ein bisschen Platz. Wow, na wenn das mal nicht fantastisch ist. Troy hat dich gleich, Taylor. Er wird dich sicher nach unten bringen. Gut gemacht, Troy. Fantastisch. So ist es perfekt. Natürlich, Taylor. Jetzt gibt es Kuchen.
Tschüss, Troy. Gut gemacht. Wir sehen uns. Troy, der Zug. Oh, 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 oh. Hallo, Troy. Schön warm draußen heute, nicht wahr? Was für eine tolle Idee, an den Strand zu fahren. Ach du liebe Güte, es ist so heiß, der See ist ausgetrocknet. Taylor ist richtig heiß, aber es gibt kein Wasser. Was können wir tun? Vielleicht kann Teddy uns ja helfen, den See wieder aufzufüllen. Hallo, Teddy. Troy müsste den See wieder auffüllen. Er ist ausgetrocknet. Kannst du ihm helfen? Wow, Troy! Jetzt bist du bereit, den See wieder aufzufüllen. Auf geht's, Troy! Los! Zünde deine Triebwerke! Wow! Diese Triebwerke sind stark! Auf geht's an die Arbeit, Troy. Benutz deinen Schlauch, um den See wieder aufzufüllen. Wow, der füllt sich aber schnell auf, Troy. Komm schon, Taylor. Du kannst direkt aus dem See trinken. Geht es dir jetzt besser? Schön. Wasserschlacht. Oh.
Du hast es geschafft. Der See ist wieder da. Tschüss, Troy. Gut gemacht. Oh, wow. Was für ein windiger Tag in Zugstadt. Und schau mal, sie haben eine Drachenschau. Schau dir all diese wundervollen Drachen an. So viele Farben und Formen. Hallo, Troy. Hast du auch Spaß am Drachen steigen lassen? Schau, da sind Teddy und Betty. Oh nein, schau. Byron, der Zuggraf, ist eingeschlafen. Sein Drachen wird sich losreißen und wegfliegen. Ich hoffe, Graf Byrons Drachen entfernt sich nicht zu weit. Ach du liebe Güte, er landet direkt auf den Schienen. Wenn ein Zug vorbeikommt, könnte er darüber fahren und entgleisen. Wir brauchen Hilfe, schnell! Was werden wir tun, Troy? Fällt dir etwas ein, wie wir den Drachen rechtzeitig von den Schienen kriegen, damit kein Zug sich verletzt? Okay. Suchen wir nach Teddy und schauen, ob er uns helfen kann. Hallo, Teddy. Oh, bemalst du gerade deinen Drachen für die Schau? Mhm. Er ist sehr farbenfroh, genau wie du. Okay, dann schauen wir doch mal, wie wir diesen Drachen rechtzeitig von den Schienen kriegen. Was denkst du, in was wirst du dich heute verwandeln, Troy? Mal sehen, was Teddy für eine Idee hat. Oh wow, Teddy, du verwandelst Troy in einen Düsenjägerzug? Das ist eine großartige Idee. Troy kann vorbeizischen und sich den Drachen schnappen, ohne in einen anderen Zug zu fahren. Und wofür ist der Greifer, Teddy? Oh, damit stellst du sicher, dass Teddy auch den Drachen greifen kann. Was für eine schlaue Erfindung. Wow, Troy. Teddy hat dich in einen beeindruckenden Düsenflieger verwandelt. Was willst du denn damit, Teddy? Oh, du möchtest Troys Nase damit anmalen wie deinen schönen Drachen? Okay, dann mach mal. Jetzt bist du bereit zum Abflug, Troy. Komm schon, Troy. Beeilung, damit wir den Drachen noch rechtzeitig von den Schienen kriegen, bevor ein Unfall passiert. Schau, Troy. Ich kann schon sehen, wie ein Zug die Gleise entlang fährt. Beeil dich besser oder er stößt mit dem Drachen zusammen. Keine Sorge, Byron. Troy wird deinen Drachen retten, bevor irgendjemand verletzt wird. Okay, Troy. Mach einen Sturzflug. Auf geht's. Und vergiss deinen Greifer nicht, damit du dir den Drachen schnappen kannst. Und los geht's. So ist es richtig, Troy. Und geschnappt. Oh, wow, Troy. Das war ziemlich knapp. Du hast den Drachen gerade rechtzeitig bekommen. Nur ein bisschen später und der andere Zug wäre hineingefahren. Bitte schön, Byron. Hier hast du deinen Drachen zurück.
Fühlst du dich wieder wach genug, um ihn steigen zu lassen? Okay, gut. Aber sei diesmal bitte vorsichtiger. Toll gemacht, Troy. Das war wirklich klasse. Bist du froh, dass du einen Unfall verhindern konntest? Byron ist es auch, denke ich. Ich denke, als Belohnung solltest du heute deinen Drachen in der Drachenschau steigen lassen dürfen. Denkst du nicht auch, Troy? Und schau, Teddy hat seinen Drachen fertig gemalt. Und er will ihn auch steigen lassen. Ist der nicht schön? Toll, was aus diesem Tag noch geworden ist. Vielen Dank, Troy, dass du mal wieder die Rettung in letzter Sekunde warst. Und dir, Teddy, vielen Dank für deine hilfreichen Erfindungen. Viel Spaß bei der Drachenschau. Bis zum nächsten Mal. Wir sehen uns.